Sorge vor Krieg zwischen China und Taiwan. Noch immer finden chinesische Militärmanöver vor der Küste Taiwans statt, als Reaktion für den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Eigentlich sollten die Übungen Chinas am Wochenende enden, doch die Chinesen halten sich nicht an ihr Wort, die Manöver gehen weiter. Taiwan wirft dem riesigen Nachbarland nun vor, eine Invasion zu simulieren. Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet diese Aufnahmen des staatlichen chinesischen Fernsehsenders. Ort und Datum der Aufnahmen sind aber nicht zweifelsfrei zu nennen. Taiwan kritisiert außerdem, dass chinesische Schiffe in ihre Hoheitsgewässer eingedrungen seien. China dementiert. 66 Flugzeuge und 14 Kriegsschiffe sollen aber an der Übung beteiligt sein, vermutlich um die taiwanesische Regierung und Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Hochmodernstes Kriegsgerät wird eingesetzt, so Taiwan, das alle möglichen Ziele in einer Entfernung von 300 Kilometern auf der Insel treffen könnten. Doch auch die taiwanesische Regierung will als Antwort nun ein Militärmanöver starten. Anlässlich eines taiwanesischen Feiertags wird ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Botschaft: Wir kämpfen für die Sicherheit unserer Kinder und für Frieden in unserem Land. Der Konflikt zwischen China und Taiwan, ein Pulverfass, das zu explodieren droht.